Willkommen zurück zum Stock in Fallout 4. Wir befinden uns immer noch in der Malden Station. Ihres Zeichens U-Bahn-Station. Wir sollen hier irgendwelche Synths erschießen, also beziehungsweise... Ich erschieße hier einfach irgendwelche Synths, ohne dass die das mitkriegen. Und vor allen Dingen, ohne dass die mich aggroen, weil sonst wäre das ganz so doof, sonst würde mich das Institut ja wissen, dass ich denen ihre Synths kaputt mache. Aber so wurden die hier nur durch einen... Oh, mein Energiekern. How lucky. Gerade wo unser Energiekern drohte, alle zu werden. Unser 74. Nee, wir haben aktuell gerade den 75. Kern drin. Jetzt ist er... Was gibt's denn hier unten? Nein, noch alles Schönes. Die Molden Station, die bietet schon ganz schön viel. Das war früher mal ein Unterschlupf. Das ist auch typisch für die Waywood, diese Wände. Ist da jemand anwesend? Wo sind die mir jetzt fertig? Oh, das ist ja schön. Jawohl, ich muss gar nichts machen. Das ist ja angenehm. Fastleere sind genauso viel wie voll, du kannst sie verkaufen. Ja, aber darauf kommt es mir nicht an. Ich habe ja das Problem, ist, ich habe schon überlegt, ob ich... Ich habe prinzipiell was dagegen, weil ich so viele halbvoll habe. Weil ich habe nämlich... Und ich zähle das Munition, ne? Ich habe nämlich hier, guck mal, guck dir das mal an. Ich habe 99er, 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 92er Fusionskern. Und hier nochmal so viele 100er. Das Spiel nimmt automatisch nochmal die 900er. Das ist total dämlich. Spartips und Death Raider, ja. Jetzt hast du natürlich recht. Helter Skelter, was ist das für ein Name? Was hat der da eigentlich für eine coole Knifte? So, lebt der immer noch, der komische Synth? Also es lebt nur noch der Synth-Anführer. Hatten ja noch. Und er hat nicht mehr viel, jawohl. Jawohl, die Granate, die wird ihn umbringen. Nein, der rennt weg. Bisschen eng hier, und pass auf, wohin du jawohl. Schießt. Na gut, räumen wir mal den Rest auf. Guten Tag, Jungs. Weißt du was? Böser Fisch. Ja, Bentley. War nicht dein Tag. Zeit zum Einsammeln. Ja, in der Tat. So, schön werden die Leute gegeneinander ausgespielt. Schön. Fusionszellen. Dip. Und ich bin vor allem nicht schuld. Ich habe hier... Oh, was hat der denn Schönes? Nachtsicht optimiertes Ding. Ja, mitnehmen. Ich bin nicht schuld. Ich hab hier nicht einen einzigen Roboter kaputt gemacht. Nein, nein. Zählt das Geld dann in dem Band? Ich weiß nicht. Weißt du das? Warte mal, Aluminiumkanister. Ne, das Benzinkanister, den brauche ich nicht. Ah, Düngemittel brauche ich. Mit. Ich brauche dringend Aluminium. Was haben wir hier noch? Funkorken. Oh Mann, doch eine Batterie. Oh, eine Waffe. Was? Du kannst nicht so eine. Achso, ich habe eine Rüstung an. Nee. Der setzt doch jetzt so angefangen manuell ein. Ja, das Ding ist aber. Ich kann nicht den. Das Ding hat noch zwei. Das Problem ist ja auch. Ich habe überlegt, ob ich. Ich könnte die vollen alle Hancock geben. Das ginge ja. Das sollte ich vielleicht nochmal machen. Warte mal. Hancock, ich muss mit dir reden. Hey, shit. Das wäre wahrscheinlich die beste Idee, wenn ich den die vollen geben würde. Und dann erstmal die. Ich muss bloß daran denken, dass er die hat. Der dürfte die ja selber nicht anbrauchen, oder? Ist los. So, warte mal. Jetzt hier. Schlagring. Ich habe zwei Schlagringe? Wo habe ich die denn alle her? Das kann man eigentlich an so einem Stab. Nee, das ist kein Schlagring. Das ist ein Gauss-Gewehr. Gut, dass ich das habe. Verwerten möchte ich das gerne. Danke. Schlagringe. Ja, ich würde auch gucken, was man an so einen Schlagring ranmodden kann. Scharf, Stacheln, durchdringend. Panzerbrecht überlegener Schaden mit Klingen. Also, die mit Klingenbauweise sieht so aus, als würde man sich damit tatsächlich selber wehtun. Weil die sehen da nicht besonders fachmännisch festgebaut aus. Egal. Giftmischer Schlagring. Hauptsache, ich habe einen Giftschlagring. Eine Pistole. Das Wächter. Warum finde ich eigentlich so viele legendäre Schlagringe? Hier, die Impro-Pistole hier ist wiederum cool, weil die Explosivschaden hat. Die finde ich wiederum gut. Nachtsicht, feurig optimiert. Das ist eigentlich richtig gut. Gyro-Ausgleichen, was hat denn das alles drin? Das ist schon gar nicht so verkehrt, das Ding. Verbesserter Automatiklauf. Ist der beste Lauf, der drin sein kann in so einem Dings. Die mit der Gamma-Welle in die Mitte? Viel besser geht eigentlich gar nicht. Also die Mods, die da drauf sind auf den Ding von den Dingens, die waren schon ganz nett. So. Also was ich jetzt natürlich machen könnte, ich könnte eine Zweier rausnehmen und die vertackern. Egal, ich verbrauche die jetzt.
gerade jetzt? Ah, nee, ist nicht passiert, aber ich möchte mir sagen, dass sie fast leer sind. Die Raider, das ist auch schön, dass sie sich. Warum sollten die Raider eigentlich ganz unten wohnen? Also, das ist ja eine Sache, wenn die unten irgendwie ein Lager haben oder sie das hier unten ausgekundschaftet haben. Aber ganz unten als Raider das Lager zu öffnen, ist eigentlich nicht besonders eine schlaue Idee. Oder du musst ja als Raider doch öfter mal rausgehen und Sachen erkunden. Da wärst du eigentlich relativ unklug, wenn du jedes Mal ganz weit unten wieder hochlaufen musst. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Die haben ja auf jeden Fall ganz schön gewütet, die Dingens. Oh, Schloss zur Haltung heute. Schloss zur Haltung heute. Schlösserknacken ist dauerhaft einfacher, ne? Doll. Patronen, Kampfgewehr. Was haben wir hier noch? Sind das vielleicht technische Dokumente? Ne, ist ein überflüssiges Buch. Trotzdem mit. Ha. Na gut, so. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Das ist ja schon mal sehr erfreulich, eigentlich. Das sieht ja aus wie eine gewöhnliche Haustür. Boah, das Licht. Die Wände sehen ja aus wie fast schon eine edlere U-Bahn-Station. Noch ein Fahrstuhl. Oh. Liegen hier erstmal beim Operator die Stimpaks drin, genau. Jetzt haben wir einen Kern verbrochen, haben einen neuen Zern angefangen. Schön. Gut, dass der Zug gleich einfährt. Stell dir mal vor, so ein funktionierendes U-Bahn-System wäre auch irgendwie cool. Aber gut, das wäre auch relativ. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein U-Bahn-System nach einem Atomkrieg funktioniert. Da müssten ja nur irgendwie ein bisschen die Gleise irgendwo eingefallen sein. Entschuldigung, das ist ja das ganze System kaputt. Meist davon abgesehen, dass das Stromproblem in der Fallout-Welt ja tatsächlich ganz gut gelöst ist. Man stellt sich mal Fallout nach 1000 Jahren vor. Alle, überall Strom aus und alles ist nur verfallen. Wo mir so ein Spiel, das ist. Ich warte immer noch. Was? Auf Befehl des Instituts wurde derselbe verdammte Auftrag zugewiesen? Bei all unserem Bereichseinteilungsbullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Glaube ich? Den Auftrag von der Good Neighbor Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold. Aha. Lol. Glaubst du, das hält mich auf? Ja, die hätten mir geholfen, oder Glowy? Du legst dich mit meinen Leuten an? Von wegen. Oh, schön. Ja, Glory, das ist ja lustig. Glory. Hör zu, G519 hat einiges durchgemacht. Aber sie war gut. Solide. Aha. Als hätte ich Glory mitnehmen können oder was? Na gut. Wie dem ich. Welches ist deine beste Waffe? Willkommen zurück. Moos geht ja an den Beimberg. Das ist eigentlich eine schöne Frage, die man mal so nebenbei beantworten könnte. Also prinzipiell ist meine beste Waffe die letzte Minute, also die Last Minute, weil das ein Gauss-Gewehr, was unaufgeladen schon 400 Schaden macht und aufgeladen halt noch plus. Das Problem ist halt, dass ich nicht besonders viel von dieser 2mm Munition habe, also diese Metalldingens. Realm of Chaos, hallo, grüß dich. Das ist ja schade. Ich persönlich mag den Erlöser sehr gerne. Das Problem ist aber leider, dass ich die Pistole absolut keinen Schaden macht. Die macht 42 Schaden. Ich habe das für unendlich viel Munition bei, aber es macht halt keinen Schaden, das Ding. Das endlos Schrotgewehr ist ganz witzig, weil wenn man damit schön Ghoulhorden wieder pumpen kann, ohne jemand nachzuladen, was mega praktisch ist. Warum kann mich nur ein Hai? Ich habe deinen Namen vorgelesen und habe alles gesagt. Also wirklich. Ich muss mich auch immer ein bisschen um meine YouTube-Zuschauer kümmern. Alle. Die Syntrax-Mittelgranaten, die müsst ihr ja nicht mal werfen. Moment. Ich werfe mal das Syntrax-Mittelgranaten vor. Wo ist denn Glory jetzt hin? Glory? Du legst dich mit meinen Leuten an? Von wegen. Whee! Training kann ich schaden. Hallo. Wer ist der Nächste? Whee! Initiiert. Glaubst du, das hält mich auf? Die sind ja Witz. Genau so wird das gemacht. Ich habe Granaten, die mir für umsonst Fusionszellen liefern. Das ist ja cool. Ich brauche noch mehr von diesen Granaten. Die sind witzig. Oh Mann. Das werfen die Wanner die ganze Zeit, die Dinger, ne? Die ist echt witzig. Na gut, weiter im Text. Wo war ich gerade? Ach ja, bei guten Waffen. Wahrscheinlich die beste Waffe, die ich in der Tat habe, ist, Wächters Aufseher. Die Waffe, die man aus Vault Dingsbums kriegt. Weil das Ding einfach nicht, das macht zwar 169 Schaden, augenscheinlich, aber es feuert immer ein zusätzliches Geschoss ab. Das heißt, dass das Wächters Aufseher mit jedem Schuss 300 irgendwas Schaden macht. Und das hat ein 40-Schuss-Magazin. Und die Munition ist 45er Munition, die ist weit großflächig erhältlich. Ach, siehst du, das Wehrhündchen ist ja auch da. Hallo, Wehrhündchen. Deswegen ist das Wächters Aufseher eigentlich eine super tolle Waffe. Ich müsste echt darüber anfangen, Videos über die einzelnen Waffen zu machen. Habe ich mir schon mal überlegt. So, jetzt, bevor ich vergesse, level ich jetzt das dumme Rüstmeister. Weil sonst fällt mir beim nächsten Mal wieder ein. Ach, ich level einfach mal Stärke. Das kann ich mal machen. Ich habe aber sonst nichts zu tun. Ja gut, das Scharfschützengewehr hier, das ist nicht so toll, das hat er immer nur Explosivschaden und der Rest ist halt. Jetzt habe ich glaube ich gar nicht toll dabei. Das sind Granaten, jawohl.
Ja, das Wächters Aufseher ist prinzipiell eine gute Waffe. Die Pistole ist prinzipiell. Vom Mögen her mag ich das Ding, weil das halt so James Bond-Art. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Aber von der reinen Effizienz ist halt das Gauss-Gewehr am stärksten. Nicht viele Leute haben diesen Pulowski-Selbstschutzbunker benutzt. Man sieht da seltener Leichen drin als alles andere. Dann bauen wir noch Mila auf und dann sind wir heute, glaube ich, auch fertig. Was? Ich hab Messbär noch nicht entdeckt? Okay, dann dauert es vielleicht doch länger heute. Ja. Ach, Wehrhörnchen wheel. Price bis Emperor. Ach ja. Schau mal bei deinen alten Waffen, ob du sie noch verbessern kannst. Ich glaube nicht. Ich kann noch mal gucken. Oder noch was anderes. Dann reise ich jetzt nach Sanctuary und guck mal kurz um mein Equipment durch. Aber ich meine, ich habe alles durch. Also ich habe alles bis zum bitteren Ende durchgelevelt. Da sollte eigentlich nichts mehr gehen. Die sind alle so perfekt. Perfektion in meinen Waffen. Ich habe da. Das Ding ist, ich kann. Hab Waffen. Waffen leveln schon. Also das ist das Waffenperk. Waffenexperten-Perk habe ich schon vor einiger Zeit durchgelevelt. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass ich eigentlich alles, was ich leveln kann, schon durch habe. Insofern dürfte da nicht mehr so viel kommen. Glaube ich zumindest. Diese Ladezeiten. Oder so. Wo sind wir? Ach, die Pulowski-Selbstschutzstation. Atombunker für kleines Geld. Ja, ja. Oh. Spüllappen. Und ein Boston Bagel. Vor allem, da kommt man noch nicht wieder raus, oder? Da kommt man aus dem Ding wieder. Also, wenn die Elektronik kaputt ist, bringt das Ding ja auch nichts. Zeig, was du drauf hast. Ja, das ist das Problem an der Pistole. Die macht halt echt kaum noch Schaden. Bei den Hochleveligen. Guck dir das mal an hier. Ich für Kugeln nicht heraushaue. Das sieht zumindest witzig aus. Ah, es macht leider keinen Schaden. Erwischt. Der nächste bringt mich besser um. Was, ein Scanner? Warum hätten ja so viel aus? Warum ist ja noch einer? Siehst du noch mehr? Ja, zum Glück hatten wir keinen Begleiter von der Bruderschaft bei. Sag mir, was ich tragen soll. Das hätte ich schon intensiv geflucht, weil der wäre hier definitiv gestorben bei der Bude. Robuste Kampfrüstung. Streuen ist dieser, wie viel Platz habe ich denn noch? Zu wenig. Achso, ich habe ja immer noch. Doof, ich habe immer noch das andere Ding unter dran. Selbst mit Powerrüstung. Habe ich leider zu wenig Platz. Hä. Ärgerlich. Na gut. Dann machen wir das anders. Dann esse ich jetzt schnell was. Am besten, ich sollte vielleicht nichts essen, was strahlt. Kann ich jetzt schnell rennen? Ich kann wahrscheinlich nicht schnell rennen. Nehme ich mal stark an, wir hier gerade welche Lust. Ich mit dem Kampf bin. Natürlich kann ich nicht schneller als wenn ich im Kampf bin. Gut. Stehen denn hier die komischen Gunner noch rum eigentlich? Gunner? Ohne Witz, wo will denn noch sein? Hast du Waffenfreak und Wissenschaft auf 4? Ich glaube Waffenfreak nur. Dingsbums nicht. Bin ich jetzt im Kampf oder nicht? Nee, jetzt bin ich im Kampf. Schön. Ist hier noch alles zu denken? Ja, genau. Dazu kommen wir noch zurück. Das brauche ich mehr Zeit. Ich guck mal kurz. Wenn du so rumnerven möchtest mit den Waffen, dann gucken wir doch einfach mal nach für dich nach und dann sehen wir das. Dann schauen wir noch mal, was wir hier machen können. Nom. Impro-Waffen sind barbarisch, primitiv, weit verbreitete Waffen, hochgradig anpassbar. Ja, ja. Vor allem besonders beliebt, dass man diese legendären Waffen noch nicht auseinandernehmen kann. Mir fällt gerade wieder meine legendäre Impro-Pistole ein, die wir gefunden haben. Das Ding ist, die Pistole ist deutlich besser als das Scharfschützengewehr. Besser nervt gerne viel, gerne und viel. Fisch sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg.
Ich und meine Roboterarmeen. So. Hab ich immer noch nicht überla... Hä? Strong Wissen. Hier. Hass. Wut. Es ist schade, dass Menschen... Ich hab nichts dagegen zu frustrieren, solange es am Ende etwas Action. Warum habe ich ihn jetzt immer noch genauso viel belastet, wie ich vorher hatte, obwohl ich die... Oh, fickt euch. Obwohl ich die Power-Rüstung... Viel laufen. Ja, ja. Mehr kämpfen. Ja, ja, ja. Ein Reporter. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das freut mich sehr. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Ja, ja, ist nicht schön. Wächst ja aber auch nur, weil ich hier andauernd irgendwelche Leute abkasper, die ich irgendwo in der letzten Ecke der Welt finde. Was habe ich denn hier schon wieder alles für Mist gefunden? Hier die explosive Impro-Repetier-Pistole. Wenn ich die am Anfang gefunden habe, wäre die mega gut. Einfach nur, weil die Explosivschaden macht. Das ist eigentlich eine klasse Waffe. Aber komplett, die könnte ich eigentlich, die gebe ich. Die schießt. Moment mal, die verschießt 038er Munition? Davon habe ich 700 Stück. Warte mal, die modde ich mal kurz durch und gebe die da in den Hancock. Ich glaube, da kann er mal deutlich mehr anfangen als ich. Aber das Ding können wir noch auseinanderbauen. Das Ding können wir auseinanderbauen. Habe ich noch welche anderen legendären Waffen, die ich nicht auseinanderbauen kann? Nö. Kleidung, was haben wir hier noch bei? Ein Panzer- und Railroad-Mantel, könnt ihr gerne behalten. Sonnenbrille. Das Ding kann weg. Schrott haben wir noch bei. Was hab ich denn jetzt? Warum bin ich denn immer noch so überladen? Was hab ich denn noch alles bei? Das dritte Auge lügt nicht. Ja, ja, bestimmt nicht. Bitte zeig mir so viele einmische Lebensformen wie möglich, damit Schön. Ich sie scannen kann. Ja, das bestimmt. Natürlich ausschließlich so, kann ich jetzt das MK5 basteln? Oh, ich habe immer wieder keinen Kleber. Ah, der Klebermangel schlägt. Klebermangel ist der depressive Roboter. Wer ist der Marvin? Ja, ja, genau, das ist. Nichts bleibt. Das ist Marvin, der depressive Roboter. Nein, vor allem Marvin. Was zu werden. Marvin fragt mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahren möchte. Ob, mit ihm zu reisen ist ausgesprochen. Marvin fragt mich auch jedes Mal, wenn ich hier bin, ob wir nicht dringend los wollen. Ich sage jedes Mal so: Ah, weißt du, Marvin? Ich morgen. Ist das Schicksal des Commonwealths atypisch, weniger extrem oder sogar noch ausgeprägter? So, gucken wir mal. Die letzte Minute hat. Da könnte ich einen Schalter einfach aufschrauben. Das ist aber das Einzige. Das Zielfernrohr ist da drauf, weil ich das drauf haben möchte. Kondensator verstärken. Achso, na gut, das ist. Ich könnte auch einen Rückschuss. Was bringt denn das überhaupt, wenn ich den da noch reinbaue? Das Gewicht wird höher, die Präzision steigt minimal. Das bringt es ja auch nicht. Du wolltest aber bei den alten Waffen kommen. Beim Malöser weiß ich, dass da nicht mehr ging, weil das. Die kann man leider. Doch, und ich. Da gibt es tatsächlich noch mehr. Ich könnte ein großes Schnelllade. Warum habe ich ja nicht schon wieder kein Öl? Scharfschützengriff? Ja, das ist. Erweiterter Lauf und mächtiger Verschluss ist. Ich könnte tatsächlich noch einen besseren Verschluss draufschrauben, du hast recht. Aber es mangelt an Öl. Warum habe ich eigentlich schon wieder kein Öl? Mais! Ja, aber da nicht so viel. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat Wo? Nie Ärger gesucht. Aber mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Ja, ja, ja. Warum greift. Bis jetzt hat doch noch niemand meine Siedlung angegriffen, fällt mir mal so auf. Wo ist denn Gammelkarl eigentlich schon wieder hin? Die rennt doch hier nicht immer rum. Wenn du mal einen Händler zu Hause brauchst. Strong hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Mensch brauchen Haben Sie mich nicht schon genug gequält? Nö, eigentlich nicht. Kann ich was für dich tun? Ich brauche Öl. Warum habe ich denn eigentlich kein Öl? Ist Öl denn so selten? Warte mal, da muss ich eigentlich direkt mal. Ich kann tatsächlich noch einen besseren Verschluss hier haben, weil ich meine, der bringt auch nicht so viel Schaden mehr. Sei mal ehrlich, aber trotzdem, ich würde dir gerne mal Öl für die Suche markieren. Ich hätte Ding. Mehr tun sollen. Ja, bestimmt. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Das Ding ist, glaube ich, voll durchgelevelt. Das ist das Endoschrotgewehr, oder kann ich ihn. Ich könnte tatsächlich noch einen besseren Kolben einbauen. Aber der bringt es auch nicht so unbedingt. Ein verlängerter Lauf? Bringt's auch nicht. Wird der maximal noch ein bisschen die Reichweite. Manche Tage sind hart. Aber du hast recht, ich kann tatsächlich noch ein bisschen was verbessern. Mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Aber es mangelt am Öl. Tatsächlich, die Bude hier könnte ich auch noch verbessern. Das Schrotgewehr. Das ist eigentlich gerade sehr deprimierend, dass ich das erfahre, dass ich mir die ganzen Waffen noch aufwerten kann. Das gibt mir immer eine Hoffnung, dass ich hier noch ein bisschen was machen kann. Mächtiger Verschluss? Nimm's Marcy nicht übel. Oh, ich quatsch, ich kann Sie das. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ich kann dem Wächter das auch so, dass er auch mit einem 038er Verschluss verbauen hat. Das ist natürlich, mächtiger Automatikverschluss. Kalibrierter Mächtiger, das ist. Ja gut, dann könnte ich ja zumindest die 038er Munition loswerden. Das wäre natürlich recht praktisch. Dann möchte ich das vielleicht. Was haben wir hier noch? Ich kenne den Lauf noch. Wie, der Lauf macht nichts anderes, als den Wert zu erhöhen? Mangelnde Position aus der Hüfte, das ist mir egal.
Okay. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, aber das große Schnelllademagazin. Ich brauche halt Öl, ne? Warum habe ich den Schlagring hier noch im Inventar? Das ist ja ein Elend. So genau, das wollte ich ja noch verbauen. Da kommt nämlich auch kein Öl rum. Hä? Ach, das ist ein Standardverschluss? Moment. Warum, seit wann verschießt denn die Pistole standardmäßig die 038er Munition? Gammelkala ist nutzlos, zumindest bei mir. Mein Freund hat keine Nase. Ach so. Ja, und wie riecht er dann? Er wirft die Nase in die Höhe. Die macht gar nicht so viel weniger Munition. Das wäre klug, diese Waffe hier einfach, weil die 15% Basisschaden macht. Verlängerter Rinnlauf? Ja? Kein Bettchen Präzision, mal vorhin überlegen, Reichweite, die Rückschussdämpfung. Zack, geben wir dem Gegner Feuer. Zack, Standardvisier. Kompensator. Bildungsbremse. Aha. Ha. Na gut. Boah. Wie die alle rumnerven. Das ist ja unfassbar, die Bande. Na gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall... Habe ich denn diesen dummen Schlagring hier noch in der Tasche? Mal kurz gucken. Wahrscheinlich meckern auch gleich wieder alle rum, wenn ich hier drei Testschuss abgebe, oder? Und schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Sechs Schuss ist da nur drin? Das schießt ja richtig langsam. Deswegen habe ich das... Kann da wenigstens mal bitte ein halbautomatischer Verschluss drin sein? Das ist ja richtig schlecht, das Gewehr. Pass auf dich auf, Schatz. Ja, gut, das habe ich dann gerade ein bisschen umsonst gemoddet. Das ist ja... Das wäre wahrscheinlich mit einem anderen Verschluss besser, aber das ist... Das habe ich mir besser vorgestellt, das den Repetierer. Ach, naja, gut. Denn so viel dazu. Achso, genau, ich würde noch was ausprobieren. Und zwar hat jetzt nämlich die große Frage, die ich mir gestellt habe, hat, wenn ich diesen... Ich habe da jetzt hier, was habe ich hier, einen Schutz? Habe ich... 12, 15, das ist gar nicht mal so viel. Ich dachte nicht mal, die einzelnen Partien hier. Warum haben die eigentlich nur so verflucht wenig Schutz? Das ist eigentlich echt wenig, wie viel Schutz ich habe. So, wenn ich jetzt hier diesen komischen Lorenzo Anzug anziehe, dann habe ich zwar 0 Nuke-Schutz, aber ich habe halt auf allen Partien halt deutlich mehr normalen Schutz. Also der Lorenzo Anzug ist deutlich besser als meiner. Als meine ganzen Dingens hier, die ich hier noch so rumliegen habe. Das einzige Problem ist halt, dass ich diesen Taschenwert nicht mehr habe, mit dem mehr tragen. Was die halt alle eingebaut haben. Das heißt, ich kann nur noch 260 tragen, aber wie viel wiegen die denn zusammen? Weniger. Ich werde dann, glaube ich, nämlich mal den ganzen Spaß hier. Den Bomben tief gefallen. Den ganzen Spaß hier einfach mal ablegen. Das Zeug. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Weil der Anzug hat prinzipiell mehr Rüstung als. Die ganze andere Rüstung zusammen, was ein bisschen dämlich ist, aber anscheinend super so funktioniert das Ballistic Weave. Ja, aber jetzt habe ich nämlich nur auf dem Helm relativ wenig Schutz. Aber da kann ich halt nichts machen. Weil mit den einzelnen Schutzplatten kriege ich ja nicht. Guck mal, jetzt habe ich 126. Wie fertig ich vorher? Verdammt. Na gut, wie wir es sei, Werte vergleichen, können wir uns aber nächstes Mal, wenn es ja wieder heißt Fallout 4, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bleibt sauber. Tschüss.